Hi zusammen, willkommen zurück auf dem Catrice-Kanal. Ich bin Vanja und ich darf heute als Gast mit euch richtig coole Produktneuheiten anschauen und diesen frischen Frühlingslook direkt mal damit schminken. Und zwar geht es um die Clean-ID-Reihe. Die gibt es ja schon seit letztem Jahr und das Besondere ist, dass hier sehr stark auf die Inhaltsstoffe nochmal geachtet wird. Also es ist ein hoher Prozentsatz an natürlichen Inhaltsstoffen und das bis zu 99%. Außerdem wurde hier auf die Verpackung geachtet, dass die umweltschonend ist, soweit es geht. Plus, alles ist vegan aus der Reihe. Natürlich auch tierversuchsfrei, weil Catrice ist ja eine tierversuchsfreie Marke. Und das sind Dinge, die mir persönlich sehr am Herzen liegen. Und ich freue mich sehr darüber, dass es jetzt neue Produkte in der Clean-ID-Reihe gibt. Die werden wir uns gleich angucken. Außerdem habe ich noch weitere Produkte verwendet für diesen Look. Die sind auch alle vegan, denn bei Catrice ist auch 80% des Sortiments komplett vegan. Falls ihr da mal nachschauen möchtet, könnt ihr auch auf der Homepage zum Beispiel Infos dazu finden. Und schreibt ihr auch mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal was aus der Clean-ID-Reihe probiert habt. Und wenn ja, was ist euer Favorit? Falls nicht, vielleicht findet ihr hier in diesem Video das ein oder andere und sagt mir auch da Bescheid, wie ihr das findet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Tutorial. Los geht's! So, und wir fangen an direkt mit der Neuheit. Und zwar gibt es jetzt von Clean-ID eine BB-Cream. Und das hat mich mega gefreut, weil ich liebe BB-Creams. Gerade jetzt, wenn es wärmer wird, da will man was Frisches, Leichtes und überhaupt für jeden Tag, ne? Muss man nicht immer so viel, manchmal ist weniger auch mehr. Und das ist eine Hydro-BB-Cream, heißt die. Da könnt ihr euch schon denken, sie ist schön feuchtigkeitsspendend und pflegt die Haut auch den ganzen Tag. Und ich bin zwischen zwei Shades, und zwar zwischen Light und Medium. Das sind die erhältlichen Farben aktuell und deswegen mische ich die. Testet eure Farbe immer am Hals. Nicht am Handrücken und auch nicht unbedingt direkt im Gesicht tatsächlich, sondern der Hals sagt euch dann am besten, welchen Ton ihr braucht. Und manchmal lohnt es sich tatsächlich, sich einfach zwei Nuancen zu holen und zu mischen. Gerade jetzt, ne, dann kriegt man immer ein bisschen mehr Sonne ab. Und je mehr Sonne ich abkriege, desto mehr mische ich von dem Medium drunter. Das war es auch schon. Wie ihr gesehen habt, habe ich das mit den Händen direkt aufgetragen. Das könnt ihr bei dem Produkt ganz toll machen, könnt aber natürlich, wenn es euch lieber ist, wie immer einen Pinsel oder ein Schwämmchen nehmen. Es sieht einfach wirklich aus, als hätte man nichts drauf. Macht nur um den Mundbereich immer nochmal eine kleine Schicht extra, weil durch das Essen, das Reden und überhaupt löst sich hier eure Foundation immer als erstes. Und Leute, hier auch wieder 99% natürliche Inhaltsstoffe. Wenn ihr ansonsten nicht unbedingt Concealer tragt, dann lasst das gerne weg. Wie ihr bei mir seht, ich neige etwas zu Augenschatten. Deswegen decke ich die ab. Ich nehme hier die Catrice Allround Concealer Palette und da diesen Rosé-Ton. Das ist eine gute Basis, Corrector nennt man das, um einfach hier diese Augenschatten schon mal ein bisschen entgegenzuwirken. Und gerade bei so einem natürlichen Glowy Fresh Make-up decke ich zwar trotzdem meine Augenringe ab, aber ich achte darauf, dass es natürlich zum Rest passt. Das heißt, ich nehme Produkte, wo ich auch nicht so viel brauche. Ich schichte das nicht, sondern auch da nehme ich einfach ein bisschen weniger. Und ich nehme jetzt den One Drop Coverage Concealer von Catrice. Das ist ein schwereloser Concealer, heißt der. Und so ist es wirklich. Der ist so, so leicht und trotzdem deckt er für mich einfach perfekt ab. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber er schafft es. Und das verblende ich mit einem Schwämmchen. Um dann eben noch so Pickelchen abzudecken, die ein bisschen stärker sind, nehme ich auch eben aus dieser Palette jetzt so einen Concealer-Ton und decke das einfach direkt ab. Lieber ein bisschen punktuell abdecken, als jetzt aufs ganze Gesicht unbedingt starke Foundation geben. Und ich sag's euch, die Hydro BB Cream, die merkt ihr gar nicht auf dem Gesicht. Super frisch und leicht und das Ergebnis ist auch so natürlich, so glowy. Jo, bisschen Rötungen um die Nase. Aber auch hier lasse ich es alles ein bisschen auch unperfekt, sage ich mal. Ich mache direkt weiter mit den Augen, komme dann wieder zurück zum Rest des Gesichts, aber da hat ja jeder seine eigene Reihenfolge. Ich nehme aus derselben Palette wieder so einen Ton ein bisschen heller und nehme das als Base für meinen Lidschatten. Ich mache das super gerne immer, weil die Concealer aus dieser Palette, die creasen nicht, die decken gut, aber das gleicht eben auch hier das Dunkle bei mir ein bisschen aus und die Farben kommen nochmal ein bisschen mehr zum Strahlen. Kommen wir zum nächsten Clean-ID-Produkt. Das gab es schon seit letztem Jahr. Ich stelle es euch trotzdem mal vor und benutze es heute, weil es ist eine wunderschöne kleine Lidschattenpalette mit tollen Farben, die wirklich jedem stehen. Und ich liebe diesen Goldton. Den werden wir jetzt großzügig aufs Lid auftragen. So, wie ihr seht, nehme ich einfach einen flachen Pinsel. Der hat einen sehr, sehr schönen, subtilen Schimmer. Tada, kann man nicht viel falsch machen. Und dann für die Lidfalte. Ihr könnt entweder den Bronzer nehmen, den ich euch gleich zeige, oder einfach direkt diesen Ton Serenity. Und einen fluffigeren Pinsel, weil das Ganze soll nicht so intensiv sein. Das soll ja mehr wie so ein natürlicher Schatten wirken. Einfach in so einer Bogenbewegung. Zack, zack, zack.
Super easy. So, ich habe beschlossen, ich gehe doch nochmal mit dem Bronzer auch nochmal drüber. Und zwar auch aus der Clean ID Reihe hatte ich eben auch schon seit letztem Jahr Mineral Bronzer mit SPF. Den findet ihr in zwei Tönen. Das benutzen wir natürlich auch gleich noch fürs Gesicht. Und ich nehme jetzt erstmal Light Medium hier fürs Auge und denselben Pinsel, damit ihr nochmal intensiviert, nochmal mehr Wärme reinbringt. Also der Ton davor war schon eine tolle Basis und dann verschmelzen die Farben richtig schön miteinander. Und die Pigmentierung von diesem Bronzer ist einfach nur perfekt. Ihr werdet es auch nachher auf dem Gesicht sehen. Also der verteilt sich so gut. Können wir auch ein bisschen unter dem Auge geben. Bringt einfach nochmal ein bisschen Tiefe. Das wird man kaum sehen. Es wird wirklich aussehen, als wären eure Wimpern unten nochmal dichter, wenn ihr einen solchen Ton nochmal drunter gebt. Und wieder zurück zur Palette. Wir gehen nochmal hier oben in diesen ganz hellen Ton, Sensibility. Es ist ein heller, leicht schimmernder Ton. Ich brauche immer so einen Ton irgendwie bei mir in der Palette, weil das gebe ich immer noch mal unter den Augenbrauenbogen. Es ist auch kein starker Schimmer, deswegen ist das perfekt. Manche Lidschatten sehen unter den Brauen ja ein bisschen zu unnatürlich aus und der hier ist einfach super. Das liftet noch mal eure Braue. Ich finde, mein Make-up ist sonst nicht irgendwie komplett und dann könnt ihr das hier auch nochmal in den Innenaugenwinkel geben, was das Auge nochmal so öffnet. Jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Trick. Vielleicht kennt ihr den auch schon. Wie ihr gesehen habt, die Farben sind schon super pigmentiert. Wenn ihr nochmal mehr Schimmer möchtet, dann nehmt ihr einen Pinsel und feuchtet ihn an. Entweder mit Wasser oder mit eurem Fixing Spray. Und ich gehe nochmal in den hellgold schimmernden Ton Self Love und presse den Pinsel richtig dagegen. Und dann presse ich das auch nochmal aufs Auge und zwar hier in der Mitte. Das gibt so einen schönen, mehrdimensionalen Look. Könnt ihr mal kurz vergleichen. Subtil, aber man sieht einen Unterschied. Das lässt das Auge auch nochmal größer wirken. Kommen wir zu zwei weiteren Neuheiten aus der Clean ID Reihe. Und zwar einmal Eyeliner. Ich liebe ja einen guten schwarzen Eyeliner. Und der hier ist auch wieder 99% mit natürlichen Inhaltsstoffen. Truly Black Long Lasting Dip Eyeliner. Und ich werde jetzt gleich ein anderes Produkt verwenden. Ich wollte euch den aber nochmal zeigen. Wunderbar dünne Spitze. Flüssiger Eyeliner ist für manche so, oh mein Gott, ich krieg's nie hin. Das sind wirklich nur eigentlich zwei Sachen. Das erste ist Übung und das zweite ist ein guter Eyeliner. Ihr könnt noch so gute Skills haben, wenn der Eyeliner die Spitze, die Konsistenz nicht stimmt, ist es einfach, ihr macht sich unnötig schwer. Ihr braucht einen, der sehr schön flüssig ist, sehr schön schwarz ist und eine feine, feine Spitze hat. So dass ihr auch fein euren Eyeliner malen könnt, dass ihr den toll ausbessern könnt. Ich meine, man kann es immer noch dicker machen. Und ihr habt gesehen, zack, das ist wunderbar. Und wenn das trocknet, ist das so ein bisschen matter. Wir machen jetzt aber was anderes, was ich auch für so softe Looks sehr, sehr mag. Vor allem im Frühjahr, Sommer. Und zwar den neuen Kajal aus der Clean ID Reihe. Auch 99% natürlich. Und der ist auch in Truly Black. Ich werde den jetzt erstens mal auf der Wasserlinie verwenden. Also hier einfach zack, das war es auch schon. Weil er einfach super Farbe abgibt. Nicht zu viel, nicht zu wenig, keine Schmiererei und voilà. Ihr könnt auch, was manche machen, hier die obere Wasserlinie. Das sieht immer ein bisschen komisch aus, aber es tut nicht weh, auch wenn es so aussieht. Betont das Auge, aber man sieht sie ja eigentlich gar nicht. So, und jetzt fahre ich damit den Wimpernkranz entlang. Das muss jetzt nicht perfekt sein. Achte natürlich trotzdem darauf, dass es nicht zu dick und wild ist, aber ich werde das gleich sowieso verblenden. Das heißt, ihr könnt hier ruhig einfach schnell durchgehen. Der ist einfach so wunderbar cremig, dass das direkt geht. So, da könnt ihr die Feinarbeit jetzt besser sehen. Und zwar nehmt ihr euch wieder so einen ganz kleinen Pinsel oder auch ein Wattestäbchen, ist okay. Und am besten nochmal Lidschatten. Nehmen wir wieder den Serenity. Nehmen ein kleines bisschen auf und verwische den Eyeliner auch in die Richtung, in die ich das ziehe, aber immer so hin und her. Das macht den Look einfach softer. Trotzdem ist das Auge betont durch den Kajal, aber das sieht einfach mit so einem natürlichen Look sehr, sehr schön aus. Dann könnt ihr nochmal ganz dünn drüber gehen, gerade direkt am Wimpernkranz. Und da sieht es dann verblendet aus. Wir sind aber noch nicht fertig. Und zwar kommt jetzt noch Mascara. Und auch die gibt es jetzt neu aus der Clean ID Reihe. Wie ihr seht, ihr habt da sehr tolle Basics nach und nach. Ich hoffe natürlich auf noch mehr Produkte mit der Zeit, weil ich das Konzept einfach super finde. Und es ist eine Volume and Lengthening Mascara. Also ihr habt Volumen und Verlängerung. Und es ist eine mega gute Bürste, die auch sehr schön trennt. Damit ist das Clean ID Augen Make-up fertig. Und ich mache nur noch die Augenbrauen. Slimetic Ultra Precise Liner. Ich habe immer die Farbe Cool Brown, weil der malt so schön fein und hält sehr gut und ist super natürlich. Ich habe schon so viele von denen durch. Ich kämme das jetzt einfach so ein bisschen hoch. Wir halten es heute mal simpler bei den Brauen. Weiter geht's im Gesicht. Ich konturiere ein bisschen. Auch das kann man natürlich machen, wenn ihr eben eine leichte Hand habt. Ich nehme jetzt hier diesen Triangle Artist von Catrice in der Farbe Warm Brown. Der hat so eine coole Form.
dass ihr das eigentlich direkt so auftragen könnt mit der Spitze. Und gerade Creme-Kontur hat halt eben den Vorteil, es verschmilzt viel, viel besser mit der Haut, dass ihr dann nicht diese Balken habt, wo ihr dann total am Kämpfen seid, das in die Haut einzuarbeiten, sondern bei dem geht es wunderbar. So, und ein weiterer Trick, den ich mache, wenn ich für die Foundation einen Pinsel verwendet habe, nehme ich immer den Foundation-Pinsel, weil ihr da noch Reste dran habt und es macht es euch leichter, das Ganze natürlich zu verblenden. Habe ich ja heute nicht benutzt. Ich nehme jetzt einfach wieder so ein leicht angefeuchtetes Schwämmchen und arbeite das einfach in die Haut ein. Und es wärmt auch gleichzeitig das Gesicht schon mal ein bisschen vorauf, bevor wir jetzt den Bronzer gleich auftragen. Auch Puder ist optional, wenn ihr eher eine fettige Haut habt, eine Mischhaut habt. Ich habe eine Mischhaut und nehme hier Nude Illusion. Auch nur ein ganz kleines bisschen. Ich möchte ja eine glowy Haut haben und nehme jetzt hier eine leichte Hand wirklich. Das sind halt die Stellen, wo ich dann zu sehr glänze. Und wir kommen zurück zum Clean ID Bronzer. Und damit gehe ich einfach eigentlich über die Kontur des Gesichts nochmal. An den Wangen mache ich das immer so. Da gebe ich ein bisschen mehr drauf. An der Nase. Das muss jetzt nicht so präzise sein wie mit der Kontur. Soll einfach sonnengeküsst aussehen. Auch die Clean ID Mineral Highlighter Swirls, die sind ja so wunderschön. Nicht nur im Packaging, aber auch auf der Haut. Ich habe jetzt den Goldton, das andere ist der Roséton. Oh, wunderschön. Das ist so ein schöner Glow. Haltet mich auf, dass ich nicht nur mehr. Ich könnte es den ganzen Tag machen. Ihr könnt natürlich weniger Highlighter nehmen. Es hält euch keiner auf, aber schaut mal, wie das wirklich mit der Haut verschmilzt, ihr seht keinen Glitzer oder so einen Streifen. Es sieht einfach so bronzig und frisch aus, vor allem eben mit dem Bronzer noch drunter, dass ich hier auch auf Blush verzichten werde, weil ich einfach diesen Look haben möchte. Und ein bisschen auf der Nasenspitze habe ich ja gegeben. Und dann sind wir auch schon bei den Lippen. Ich habe vorhin als Vorbereitung den Clean ID Lip Balsam, auch vom letzten Jahr, schon verwendet. Aber es gibt was Neues auch da, ein 3-in-1. Und zwar könnt ihr den auch als Pflege verwenden, weil der Shea Butter drin hat und Wassermelonenkernöl. Als Lippenbalsam benutzen, alleine oder über eine Lippenfarbe. Ich entscheide mich jetzt heute für einen Hauch Farbe und zwar der Aqua Ink Lip Liner. Es ist ein Lip Liner, aber ich benutze ihn jetzt für die ganzen Lippen. Ihr müsst euch den vorstellen als eine Art hauchdünne Schicht, die auf euren Lippen aber bleibt den ganzen Tag. Ja, also es tönt leicht die Lippen ein. Ich habe den Ton 010, umrande erstmal die Lippen. Ist auch wirklich ein super, super natürlicher Ton. Also es ist ein bisschen so Your Lips But Better. Ihr seht, sieht das halt wirklich den ganzen Tag nicht aus wie so eine Schicht Lippenstift, sondern jeder denkt, das ist einfach eure Lippenfarbe. Aber viel, viel schöner sieht das nochmal mit dem Clean ID Lip Oil aus. Und es ist so ein toller, softer Applikator. Es ist frisch, es ist insgesamt ein natürlicher Look, aber es ist trotzdem ein Look, den man, ich finde, für so viele Anlässe tragen kann. Und es ist auch etwas, was so, so vielen Augenfarben, Typen, Haarfarben, einfach jedem stehen kann und ich liebe solche universellen Looks. Hier seht ihr nochmal den fertigen Look von NARM und hier seht ihr auch nochmal all die neuen Clean ID Produkte, die ihr ab sofort im Catrice Sortiment finden werdet. Hinterlasst dann gerne einen Daumen hoch für dieses Video, wenn es euch gefallen hat und ein Abo dieses Kanals, dann verpasst ihr keine weiteren Produktnews oder auch Look-Inspirationen und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!